Don John hier und heute geht es darum, warum eine hohe Libido, also warum ein hoher Sexdrive wichtig ist, wenn du erfolgreich Frauen verführen willst. Und es soll darum gehen, wie du deinen Sexdrive steigern kannst. Zunächst einmal, es fühlt sich sehr viel authentischer an, wenn du Frauen ansprichst. Und du hast dieses Verlangen, du gehst raus auf die Straße und denkst dir, oh, ich will jetzt am liebsten die nächstbeste Frau ansprechen und sie mit nach Hause nehmen und mit der wilden Sex haben. Wenn du stattdessen leer gepumpt bist, weil du ständig nur vom PC hängst, masturbierst zu Pornos, dann wirst du nicht so einen hohen Sexdrive haben und dann, wenn du Frauen ansprichst, wird sich das nicht so authentisch anfühlen. Du hast nicht dieses Bedürfnis mehr, weil dein Hirn ja schon denkt, okay, er hat seine ganze Munition verspritzt, er hat seine Kinder, seine Gene weitergegeben, was aber nicht der Fall ist und dann ist die Motivation nicht so hoch, wenn du Frauen ansprichst. Wenn du aber stattdessen einen hohen Sexdrive hast, eine hohe Libido, dann sprichst du die Frauen an und sie sieht in deinen Augen schon, was du dir gerade für dreckige Gedanken machst, was du dir gerade fantasierst mit ihr. Und dein ganzer Approach, deine ganze Anmache, der Erstkontakt, den du mit einer fremden Frau hast, es wird sich viel männlicher anfühlen, viel natürlicher. Und die Frau wird infolgedessen auch viel besser darauf reagieren können, weil sie ihre weibliche Seite dadurch mehr zeigen kann, weil du eben mehr männlicher bist. Das ist einfach das Gesetz der Polarität. Je männlicher du wirkst, desto weiblicher wirkt auch die Frau. Außerdem, wenn du eine hohe Libido hast, wirst du auch viel öfter Eigeninitiative ergreifen. Das heißt, du bist einfach von Natur aus geil und hast einfach diese Energie in dir. Und weil du diese Energie in dir hast, gehst du auch öfter raus und dir fällt es auch leichter rauszugehen und dir fällt es viel leichter, dich deinen Ängsten zu stellen. Du nimmst die Ängste zwar wahr, aber die sind gar nicht mehr so wichtig, denn ein neuer Drive, also dieser Sex-Drive, diese Power, ein neuer Trieb macht sich breit und ein Verlangen in dir, das zwingt dich quasi rauszugehen, in den Club zu gehen, auf die Straße zu gehen und Frauen kennenzulernen. Und der Fokus liegt dann auch wirklich auf dem Sex und nicht ein paar Nummern zu bekommen oder einfach ein nettes Lächeln von der Frau zu bekommen, sondern du willst, dass es funktioniert, du willst, dass es passiert, du willst mit der Frau Sex haben und daher bist du viel motivierter, du hast den Fokus schon richtig gelegt, der Fokus auf den Sex und nicht auf die Nummer und du gibst auch viel mehr. Wenn du zum Beispiel einen niedrigen Sextreff hast, sagst du, oh, okay, ich überwinde mich vielleicht, ich spreche sogar Frauen an, aber ich treibe es nicht so weit, wie ich es eigentlich treiben könnte. Und das liegt daran, weil eben dein Sexdrive niedrig ist. Wenn du einen hohen Sexdrive hast, wenn du es wirklich willst, dann gehst du auch bis ans Limit. Du pushst es so weit, bis es nicht mehr geht oder bis du eben mit der Frau im Bett landest. Aus dem Grund 4 Punkte nun, die deine Libido steigern, die deinen Sexdrive steigern. Zunächst einmal, kein Pornokonsum mehr. Du wirst ab heute keinen einzigen Porno mehr anrühren. Je mehr Pornos du konsumierst, desto niedriger wird dein Sexdrive und du hast nicht mehr das Bedürfnis rauszugehen. Ich kann mich erinnern, als ich früher Pornos angeschaut habe, war das gleiche. Als ich aufgehört habe, Pornos zu schauen, ich habe viel mehr Lust bekommen wieder auf Sex und Lust bekommen rauszugehen auf die Straße und Frauen anzusprechen oder auch in den Club. Und der Sex wurde dadurch auch noch viel besser. Es hat ungefähr gedauert und es war nicht leicht loszukommen. Jeder, der einen Internetzugang hat und jeder normale Mann konsumiert heutzutage Pornos. Aber es ist hinderlich für dein Game, es ist hinderlich für deine Entwicklung als Verführer. Streich deinen Pornokonsum komplett. Lösch jedes einzelnes Video, was du hast. Lösch deine Chronik von deinem Internetbrowser, sodass du gar nicht mehr in Versuchung kommst, wenn das Verlangen aufkommt, ich könnte mir ein Porno anschauen, da habe ich ja noch ein paar auf der Festplatte und da kommt gerade was zufällig, was in meiner Chronik war im Internet Explorer. Mach es wirklich, lösch alles komplett. Und selbst wenn du schwach wirst, wenn du jetzt wieder wirklich Lust hast auf Sex und du hast diesen Drive und du spürst es, ist es natürlich leicht wieder einfach an den PC zu gehen, aber sprenge diese Komfortzone. Dass du diesen Drive dann wieder verspürst, ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber stattdessen, dass du jetzt wieder an den PC gehst und zu Pornos masturbierst, gehst du raus und versuchst, Frauen anzusprechen und zu verführen. Und selbst wenn du keine Frau mit nach Hause nimmst und selbst wenn es nicht gleich klappt, du bist auf einem guten Weg. Vielleicht, wenn du Glück hast, landest du mit der nächstbesten Frau im Bett und wenn du Pech hast, musst du vielleicht mehrere Tage warten oder vielleicht auch mehrere Wochen, aber es ist es wert, es ist ein Prozess und du wirst besser, du entwickelst dich und alles, was dich daran hindert an deiner Entwicklung, musst du aus deinem Leben streichen und Pornokonsum ist auf jeden Fall etwas, was
du einstellen musst. Außerdem masturbieren. Ich kann mich erinnern, als ich noch nicht so den Erfolg hatte mit Frauen, ich habe am Tag 2, 3, manchmal auch 4-mal masturbiert und das täglich. Und es ist klar, dass es viel Energie saugt. Und wenn du dir vorstellst, du machst das regelmäßig, masturbierst regelmäßig, dann hast du auch natürlich auch geringeres Verlangen, rauszugehen und Frauen anzusprechen und dich den Ängsten zu stellen, weil du denkst dir, wozu, ich habe masturbiert und fertig. Der dritte Punkt, und das ist eigentlich selbstredend, mache regelmäßig Sport. Und ich meine nicht, dass du jetzt regelmäßig pumpen musst und die größten Muskeln aufbauen musst. Teilweise so, wenn du auch zu viel Sport machst, dann sinkt ab einem gewissen Grad wieder dein Testosteronspiegel und du bist schlapp. Oder zum Beispiel, wenn du eine Diät machst und die Diät ist ziemlich krass, dann hast du auch Probleme, einen guten Sexdrive zu entwickeln und hohe Libido zu bekommen. Aus dem Grund, mach Sport, übertreib es nicht, aber mach regelmäßig Sport. Am besten ist, wenn du ein bisschen laufen gehst, 2, 3 Mal die Woche. Dadurch wird auf jeden Fall dein Sexdrive auch noch weiter steigen. Parallel dazu sollst du auch deinen Fastfood komplett einstellen. Also du konsumierst ab jetzt keinen Fastfood mehr. Fastfood ist schlecht für deinen Sexdrive. Kannst du überall nachlesen. Ernähr dich gesünder, ess mehr Gemüse, ess mehr Obst und verzichte komplett auf Fastfood. Wenn das alles immer noch nicht reicht, kannst du Maca-Pulver zu dir nehmen. Ich habe das selbst gemacht und ich hatte zu einem Zeitpunkt einfach so viel Sex, irgendwann ging es einfach nicht mehr. Ich bin an meine natürlichen Grenzen gestoßen und hatte eigentlich schon noch Lust auf Sex, aber es ging einfach nicht mehr. Es war am Ende so. Ich konnte einfach von der Physis nicht mehr Sex haben, als ich es gerne gewollt hätte. Aus dem Grund habe ich dann angefangen, Maca-Pulver zu nehmen. Ich habe mir einfach eins aus dem Internet bestellt. Und da muss man erst einen Spiegel aufbauen. Ich habe das gemacht, ich habe das 3 Monate probiert, aber es hat einfach für mich keinen merklichen Unterschied gemacht. Dann habe ich es wieder sein gelassen und ich habe von einem Kumpel nochmal einen Tipp bekommen, ein halbes Jahr später, hat gesagt, hey, du musst qualitativ hochwertigeres Maca-Pulver kaufen, das funktioniert, probier es wirklich aus. Habe ich dann auch gemacht und wieder, ich habe es 1 Monat probiert und in diesem einen Monat habe ich noch nicht viel gespürt, aber ab dem zweiten Monat habe ich auf jeden Fall eine Veränderung gespürt. Meine Orgasmen sind an sich wesentlich krasser geworden und mein Drive ist enorm angestiegen auch. Das musst du nicht unbedingt machen, du musst kein Maca-Pulver nehmen, aber wenn du merkst, wow, du hast fügelst eine, noch eine, noch eine, noch eine und irgendwann du kommst nicht mehr zur Ruhe und du kannst nicht mehr, kannst du darauf zurückgreifen. Das ist keine Wunderpille, aber du kannst es probieren und bei mir war es so, dass das nach 1,5 Monaten auf jeden Fall merkliche Unterschiede gemacht hat. Ich hatte einfach noch mehr Lust auf Sex und meine Orgasmen waren, wie gesagt, krasser. Was mich noch interessieren würde, was hast du bisher unternommen, was wirklich funktioniert, um deinen Sextreif, um deine Libido noch weiter zu steigern? Was habe ich vergessen, was hat bei dir funktioniert, was ich vielleicht noch gar nicht kenne? Schreib es mir einfach unter dem Video in die Kommentarfunktion. Ich bin gespannt, was du für Erfahrungen bisher gemacht hast. Gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, wir sehen uns im nächsten Video.